2002 mit dem Taufnamen Bad Hersfeld hier am Duisburger Hauptbahnhof. Scheinbar fährt der Zug nur mit einem Zugteil und das, obwohl die Strecke über Wuppertal aufgrund von Bauarbeiten, sprich Brückensturz, gesperrt ist. Ob der zweite Zug in Hamm eingesetzt wird oder erst ab Hagen startet, ist völlig unklar. Vielleicht wurde auch die Strecke wieder freigegeben, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Denn sie müssen Oberleitungen erneuern, sie müssen die Brückenreste von der Strecke räumen. Und da fährt die S-Bahn ab in die S1 in Richtung Dortmund. Ansonsten ist es ja sehr ruhig hier am Hauptbahnhof, das an einem Samstag. Da ist eine RB31 in Richtung Sanden und zwar in Doppeltraktion. Jetzt hat diese her. Die Türen schließen sich und der Zug fährt in wenigen Augenblicken los. Wieder fährt ab. 8:04:18 von der mit Deutschland Tour davon natürlich. Ist er von der Deutschen Bahn. Und er hat nur eine Zulassung nur für Deutschland. Für Deutschland und nicht für Österreich. Sieht man da unten an den See neben der DB und der Zug darf manchmal 180 fahren. Der Zug fährt jetzt ab, der ECE2 in Richtung Bundeshauptstadt Berlin.